Und wie siehst du da so das Zusammenspiel? Gibt es da irgendwie eine Tendenz, wo ihr mehr einsetzt die andere? Wo seht ihr da den Trend? Und wie weit ist es für euch auch wichtig, was dann letztendlich Branding und so weiter betrifft? Denn also ich kann mich noch an meine Zeit als Freelancer, zum Beispiel in England vor 20 Jahren, als Marketing-Freelancer, Consultant, Berater dort zurückerinnern. Dort hatte ich also eine Vielzahl von Job-Interviews, bin also von einer Agentur zur nächsten über Headhunter damals geschickt worden. Also ich glaube, ich hatte, glaube ich, einmal in einer Woche 27 Vorstellungsgespräche. Das war, glaube ich, der absolute Top. Weil die Headhunter sind natürlich daran interessiert, dass du ständig wieder ne zum nächsten Job, weil die ständig an dir mitverdienen. War aber eine sehr, sehr gute Zeit, irre viel gelernt, habe super viele Agenturen von innen gesehen.